Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin. Diesmal ohne Ansteckmikrofon, weil ich habe ein größeres Paket gekriegt von Oberhavel, also ein Geschenk, Fan-Geschenk von Oberhavel. Zu meinem Geburtstag habe ich das gekriegt, nachträglich. Und das ist ziemlich groß. Und das macht sich mit dem Auspacken dann doof mit dem Mikrofon. Und deswegen versuche ich das so irgendwie aufzunehmen. So. Das ist das Ganze. Es ist leicht, aber groß. Ich bin megamäßig gespannt. Also ihr hattet von meiner Amazon Wunschliste irgendwie bestellt. Er hat zwar nicht gesagt, welche, aber von meiner Wunschliste. Machen wir mal lieber so. Macht sich so besser. So. Moderne Wände und besondere Rahmen ist mit bei. Ach du Scheiße. Wie geil. Geil. Edward Kenway von Black Flag. Oh, geil. Wartet. So. Wie geil ist das denn? Und schön dunkel. Geil. Boah. Muss ich noch Löcher bohren? Geil. Ich mag den ja, der ist so toll, der Typ. So, ich muss ich euch mal umbetten. Geil, geil, geil. So, wartet mal, jetzt muss ich mal gucken, dass ihr das so seht. So, das ist meine Veritas Maximus Fahne, was über meinem Esstisch ist. Und hier will ich es dann ranmachen. Wie geil. Wie geil. Oder im Schlafzimmer über das Bett. Boah, wie geil. Also, das ist ein Bild. 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 Was für ein Bild? Wartet mal kurz, dass meine Frau das sieht. Das Bild hier. So. Geil, wa? Boah, auch ein Holzrahmen ist es. Ich werde mal gucken, dass ihr das seht. Das ist ein Holzrahmen, wo das denn halt so drauf ist. Jetzt muss ich als erstes erstmal gucken. So. Dass ich. Warte mal, ich mach mal. So. Dass ich jetzt hier mir Schrauben raussuche und eine Wasserwaage. Ich habe keine Wasserwaage. Mist. Und dann machen wir da jetzt gleich Löcher in die Wand und dann mache ich das Bild dran. Vielleicht mache ich dann jetzt hier, ich sage erstmal hier einen Cut und so, aber vielleicht mache ich nach, ich mache nachher noch mal ein Video. Wenn es an der Wand hängt, dann schnipsel ich dann alle zusammen. Dann sehen wir uns gleich noch mal, wenn ich das Bild an der Wand habe. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich genug, ob ich Schrauben und Dübel und alles noch da habe. Bis dahin. Ahoi. Was euer Odin. Geil. So, und jetzt haben wir das Bild auch an der Wand. So sieht's aus. Ich find's voll geil. Ich gehe mal ein Stück weiter zurück, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Hab's jetzt über dem Esstisch.
Fräuchen hat gesagt, ich soll es ein bisschen höher als die Fahne machen, weil die Fahne ziemlich tief war. Warte, mach ich mal. Deswegen habe ich das jetzt was höher gehangen. Ja. Und ein bisschen weiter rüber nach rechts. So fast mittig über den Tisch. Also naja, der Tisch steht da ja, der ist nicht. Aber den kann man ja noch ein Stück nach da verschieben. Und wegen dem Lichtschalter wird es halt ein bisschen eng geworden. Deswegen ist es ein bisschen nicht genau über dem Tisch. Also davon hier auf jeden Fall erstmal fettes Dank an Oberhavel. Also muss noch nicht aufräumen, muss ich noch aufräumen. Sieht voll geil aus. Ich bin happy. Ich habe meinen Edward Kenway an der Wand. Jetzt könnte man rein theoretisch, wenn wir nächstes Mal bei Ikea waren, wir waren gestern bei Ikea, da Glasvitrinen geguckt, wegen Playstation, zum schick aussehen. Und Zeug für Frauchen ins neue Wohnung geholt und Gardinenstangen, weil wir wollen da auch eine neue Gardinenstange ranmachen, bei mir und bei ihr und naja. Und da würde jetzt natürlich passen, hier ein kleines Regal, habe ich bei Ikea gesehen, in weiß. Da ein etwas größeres Regal in weiß. Dann könnte ich da von Assassin's Creed 3 den Connor hinstellen. Und hier Edward Kenway. Also da auf dem Schiff. Wie ihr da seht. Ja. Und dann mal gucken, vielleicht noch seinen Vater holen als Figur oder so. Dann könnten die Figuren das Bild umrahmen. Mal gucken. Aber dann würde er dann wieder zu dicht an Tom Clark rankommen. Aber aber würde bestimmt geil aussehen, den Edward Kenway, die Figur denn da oben hin. Und hier von Assassin's Creed 3. Ist ja eine Reihe. Assassin's Creed 3, Black Flag und The Revelation. Also geht um seinen Vater, um ihn und halt den Nachfolger Connor ist 3. Aber davon mal abgesehen. Also praktisch der Sohn von seinem Sohn. Lange Geschichte. So, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut, ich muss aufräumen und das Video gleich bearbeiten und dann sehen wir uns heute Abend nachher irgendwann im Stream, würde ich sagen. Ich weiß es noch nicht, ich habe da noch keine Planung. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.